Hey, meine lieben Freunde, es hat mich eine sehr traurige Nachricht erreicht. Und zwar hat mich der liebe Juri, ein Deutschrusse, mich sozusagen wissen lassen, mich kontaktiert, weil er deutsches Fernsehen nicht guckt. Er guckt ja russisches Fernsehen und ab und zu mal auch Nachrichten. Ja, laut der Überschrift konntet ihr alle mitbekommen, Russland wurde angegriffen. Ja, dazu kann ich gleich nochmal was sagen. Jetzt wird natürlich spekuliert über einen Medien auch in Deutschland oder weltweit. Ja, die Ukraine kann es nicht gewesen sein. Das weiß ich auch nicht. Ja, wir sind hier nicht da, um zu spekulieren, wer es jetzt nun war. Fakt ist, dass es irgendwelche Leute waren und einfach mal unschuldige Zivilisten aus Leben gerissen haben. Ist ja egal, ob es jetzt Russen waren, Afghaner waren oder sonst was. Ja, sind ja Menschenleben irgendwo. Frieden heißt Weltfrieden und nicht, oh, das waren Russen, oh, das waren Deutsche. So wie die deutsche Berichterstattung ständig immer, unter ihnen keine Deutsche. So als wären Deutsche irgendwie, keine Ahnung, so weißt du. Ja, wir sind auch alles Deutsche, aber verstehst du so ein bisschen, was ich meine? Ist okay, ja. Eine sehr, sehr traurige Sache. Was kann ich noch aus dem Reflex nochmal sagen? Was sich aber auch sehr, sehr als Verschwörung anhört. Aber mein erster Impuls, was ich im Kopf hatte, als Feeling, war folgendes. Wie soll ich das sagen? Nicht die Elite. Elite hört sich so komisch an, Alter. Verstehen die Leute eh nicht. Die NWO. Ja, die neue Weltordnung. Die NWO macht einen richtig guten Job. Ja, der Präsident wird jetzt sozusagen auch unter Druck gesetzt. Und daher, dass er nicht mitspielt mit dem Westen, ja, was soll ich dazu sagen? Werden sie ihn natürlich versuchen, an das ranzubekommen. Ist jetzt nur meinerseits eine Spekulation, ja. Also, wer es dann wirklich war. Wissen wir natürlich alle nicht, ja. War einfach nur so mein erster Impuls, so, woran ich gedacht habe, falls es die NWO gibt und alle solche Leute, ja. Die Elite, die Weltelite, die selbsternannte Weltelite, ja. Ja, scheiße wieder. Mit den, ja, da waren Kinder drin im Konzertsaal. Ja, Alter, da waren Kinder drin, da waren, übrigens, die Band, die der gespielt hat, hatte einen deutschen Namen. Picknick. 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 Also die Band hieß Picknick. Wenn das mal kein Statement ist, ne? Weil der deutsche Name noch dahinter. Gut, ich bin so ein kleiner Mathematiker, vielleicht bin ich auch ein bisschen Psycho, wer weiß das schon. Aber ja, das ist eine sehr, sehr abgefuckte, traurige Sache, ne? Schon wieder unschuldige Leute. Das fasse ich nicht. Oder es kann auch sein, dass es ein Ablenkungsmanöver ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der russische Präsident seine eigenen Leute auf gut Deutsch weghaut. Kann ich mir nicht vorstellen. Und das Allerwitzigste war ja, jetzt schieben die das alles auf die Tschetschenen. Die spekulieren, aber die tendieren immer mehr islamistischer Angriff. Wo ich mir dann denke, Alter, habt ihr auch mal was Neues auf dem Lager? Immer dasselbe. Ich bin zum Beispiel nicht gläubig, bin auch kein Moslem. Aber ich sage nur, das fällt doch irgendwann auf. Ständig die europäischen oder westlichen Medien. Ja, es kann auch passiert sein, dass das ein islamischer Attentat war. Ey, sag mal, ist jetzt alles Osama bin Laden oder was auf der Welt? So, was ist denn das für eine Kacke? Warum wird da ständig da in die Richtung gelenkt? Das verstehe ich nicht. Ja. Wenn ihr es nicht wisst, dann spekuliert weiter, aber ja, geht doch nicht immer in dieselben Engpässe, Alter. Ja? Oder immer in dieselben alten Glaubensmuster. Immer dasselbe, egal was die Medien sagen, die sagen immer dasselbe. Ja. Deswegen gucke ich zum Beispiel seit Jahren kein Fernsehen mehr. Schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ja. Was soll ich den Nachrichten schauen? Das sind eh nur schlechte Nachrichten. Ja. Verzeiht mir zu später Stunde. Dass ich für euch jetzt hier so schlechte Nachrichten habe. Ich dachte mir, ich bin auch sehr, sehr schnell. Und bevor ich das Video morgen mache, mache ich es jetzt für euch. Wir haben es 0:19 Uhr. Ja, Mitternacht. Mitternacht. Anschlag in Russland sozusagen. Also eine Attacke. Tja, die wurden jetzt angegriffen. Was da jetzt passiert, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Russen sehr, sehr rachsüchtig sind. Die sind sehr, sehr gefährlich. Also meines Erachtens her wird es wahrscheinlich so sein, dass die Russische Föderation das nicht auf sich sitzen lassen wird. Auf gar keinen Fall. Sobald die halt herausfinden, wer das ist. Selbst wenn das die Amis sein sollten,
gibst einen Schlag in den Westen dann, ja, ein Rückschlag. Tja, und wir alle wissen, was das bedeutet. Ja, falls es dieser Fall sein sollte, falls der Fall auftreten sollte, ja, in die Richtung, dann sind wir in einem dritten Weltkrieg, meine lieben Freunde. Das geht sehr, sehr schnell. Ja, keine Ahnung, ob jetzt Russland geschwächt werden soll oder ja, es fanden auch sehr viele Sanktionen gegen Russland statt und ja, das müssen die Leute Angst haben. Nochmal ganz kurz zu den Tschetschenen zurück. Die arbeiten zusammen seit sehr vielen Jahren. Bürgerkrieg oder Krieg untereinander war 1991, 1990 so die Zeit. Bis 95, 96, 99, glaube ich. Die haben sich schon seit langem vertragen, nach meines Erachtens. Das ist unmöglich, dass das die Nachbarsländer waren wie Tschetschenien. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ist auch nur Spekulation. Ich weiß es natürlich nicht. Ja, es ist alles nur Frage und Spekulation. Keine Feststellung. Ich weiß nichts. Deswegen kann ich ja nur spekulieren. Ja, ich will auch nicht meinen Senf dazu geben, wer es war oder wer es nicht war. Ich kann nur sagen, dass diese Leute das auf gar keinen Fall sein konnten. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, weil die Präsidenten untereinander ja auch sehr bekannt sind und auch eine gewisse Freundschaft pflegen. Ja, ja, glaube ich nicht, dass sozusagen Russland Kaukasus Russland angreift. Also in meiner Welt würde ich das sofort ausschließen. Ich selber komme aus Tadschikistan. Und ja, die Spekulationen waren so frech und so ekelhaft. Ja, Leute, die rekrutiert wurden aus Tadschikistan und was labern die für einen Scheiß, Digga? Für rekrutiert, für was? Und dann dieses Gelaber, ja, professionelle Leute waren das. Das waren schon so ausgebildete Menschen, weil die so gezielt waren. Dicky, gib Leuten Geld in die Hand, die käuflich sind. Gib ihnen ein, zwei Kalaschnikows. Da musst du nichts planen. Das kannst du in 24 Stunden arrangieren. Je nachdem, von wem das kommt. Ja, die Leute haben nun mal kein Geld. Die Leute wollen alles für Geld machen. Gewisse Gruppen. Ja. Das würde auch genauso ein Russe ausführen für ein bisschen Geld, denke ich mal. Ja, also je nachdem, wer die Auftraggeber waren, darum geht es ja, ne? Und man weiß es halt nicht. Aber ich denke nicht, dass das professionell war. Ja, ich habe mir jetzt nochmal die Videos angeguckt auf Telegram. Angeguckt habe ich mir das, was man eigentlich nicht sehen sollte, aber ich bin es gewohnt, ich kenne das aus der Kindheit. Ja, in Tadschikistan 1993, 92 bis 93, 96. Gab es bei uns auch einen Bürgerkrieg und der war mit den Russen und natürlich untereinander, unter Gruppierungen halt, die sich nicht einig waren. Von daher habe ich das schon alles schon gesehen, ist nichts Neues. Und bitter, bitter, wo die Welt sich hinbewegt. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Damals kamen wir hierher, nach Europa. Nach Deutschland für die Sicherheit. Jetzt ist die ganze Welt nicht mehr sicher. Bleibt abzuwarten, was für eine Scheiße als nächstes passiert. Jedes Jahr. Seit 2019. Eigentlich seitdem der Euro da ist. Die Währung. Ja, die goldenen 90er, die waren so geil, so unbeschwert. Jetzt passiert nur noch Scheiße. Ja, ich wollte euch nur schnell informieren und ja. Politik und alles so Müll. Das ist ja das Ding so, ne? Die Leute tun einem leid. Da waren Kids drin. Kids haben geschrien. Ich habe die ganzen Aufnahmen gesehen, Telegram. Unter ihnen auch einige jugendliche Kids. Ja, insgesamt schon 100, über 100 Verletzte. 40, über 40 Tote leider. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Wort tot sagen darf hier auf YouTube, aber ja, 40 Tote. Deswegen habe ich so gemacht. Eine sehr, sehr traurige Scheißwelt ist das. Eine richtige Scheißwelt zum Kotzen, so weißt du. Und ich mache das Video jetzt nicht nur, weil ich selber von dort komme, aus Russland. Das hat ja damit nichts zu tun. Es ist einfach ein Keim des Erstickens. So langsam gibt es immer mehr Keime. So langsam wird es ernst. Die Welt zerfällt auseinander wie ein Dominohaus. Traurig. Traurig. Wir sind in der Lage, Sachen zu bauen,
Skyscrapers und keine Ahnung, die teuersten Autos, die teuersten Uhren, Gold, Schmuck, die schnellsten und schönsten Autos, Boote. Aber wir sind nicht in der Lage, scheiß Frieden zu stiften? Alter. Traurig, Freunde. Sehr, sehr traurig. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Mein Name ist J6. Heute nochmal in später Stunde. Ja, was soll ich sagen? Traurig, wenn man hört, ja, die Menschen sind tot. Das kann ja auch genauso hier passieren. So, du gehst einkaufen, zack, bist du weg. Das ist wahrscheinlich wie so ein Traum. Weiß ich nicht. Ja, man ist ja am Anfang bestimmt auch, wenn so eine Attacke passiert, erwartest du ja nichts. Schockstarre. Viele Leute können auch gar nicht mal rennen dann. Fallen auf den Boden. Können sich nicht bewegen. Kann ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Ja. Wir haben es ja damals auch erlebt. Aber wir sind gerannt. Falls es Schießereien gab. Aus verschiedenen Gruppierungen, die sich untereinander nicht eingekriegt haben. Gab es ja in Tadschikistan damals 93 auch. Habe ich gesehen. Na gut, unsere Eltern haben aus dem Balkon gerufen, aus dem Fenster, sind wir alle nach Hause gerannt. So. Tadschikistan, alte Sowjetunion, damals Bürgerkrieg. 91, 92, 93 bis 96. Ab 95, 96 war Ruhe. Inzwischen ist das Land sehr modern, hat Hochhäuser und Co. Ja. Tschetschenien ist ja auch mittlerweile ruhiger. Das ist ein Land der Berge, ne? Ruhig, voller Berge. Auch inzwischen etwas moderner als früher. Da herrscht auch Frieden. Selbst in Afghanistan ist Ruhe gerade. Alle Weltmächte sind abgezogen worden. Ja, was soll ich sagen? Traurige Sache, sitzt du gerade in der Küche, schneidest das Video, machst noch ein paar andere Dinge, bereitest dich vor für morgen und dann schreibt mir der Kollege Juri, grüße ihn raus an dich nochmal, danke dir auf jeden Fall dafür. Die Welt ist doch einfach nur ein Haufen Mülleimer. Nur noch. Wie soll es weitergehen? Weiß ich nicht. Mal sehen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich bin draußen jetzt aber wirklich. Danke und ich halte dich auf den Laufenden. Tschüss.